archäologischen Untersuchungen zufolge wurde der Ort bereits ab dem 5. Jahrhundert von den Pikten besiedelt. Die Ausgrabungen ergaben, dass die Anhöhe im Südwesten der heute noch sichtbaren Burganlage Standort einer ausgedehnten Festung gewesen war, welche bis zum 11. Jahrhundert genutzt wurde. Gerüchten zufolge soll hier im 12. Jahrhundert eine königliche Burg von Wilhelm dem Löwen gestanden haben. Konkrete Beweise dafür ließen sich bisher jedoch nicht finden. Um 1230 wurde in der Region Moray eine Revolte gegen König Alexander II. Niedergeschlagen. Um seine Macht zu sichern, übergab er die Herrschaft über das Gebiet an seinen Schwiegersohn Alan Durward. Dieser baute am Standort des heutigen Urhart eine Festungsanlage, welche jedoch alle Annehmlichkeiten einer Residenz besaß. Die Burg gehörte in ihrer Blütezeit zu den größten Schottlands. Das weitläufige Gelände mit seinen diversen Wohngebäuden aus Holz wurde von einer Ringmauer aus Stein geschützt. Nach dem Tod von Alan, der erbenlos blieb, fiel die Burg 1275 an die Familie Comyn. Erstmals urkundlich erwähnt wird Urhart im Jahr 1296. Damals griffen die Engländer unter Edward I. die Festung an und eroberten sie. Die Schotten konnten die Anlage 1303 zwar zurückerobern, doch schon im selben Jahr brachten die Engländer sie wieder unter ihre Kontrolle. 3 Jahre später gelang es König Robert the Bruce erneut, die Burg für Schottland einzunehmen. Diesmal dauerhaft. Urhart wurde in der Folge strategisch immer bedeutsamer. Deshalb baute man die Burg zu einer modernen, mittelalterlichen Festungsanlage aus. Beispielsweise kamen das Torhaus und der Bergfried im Norden der Anlage hinzu. Durch diverse kriegerische Handlungen wurde die Burg in den folgenden 150 Jahren mehrmals beschädigt. In der Zeit, als sich die Lords of the Isles des Clan MacDonald gegen die Krone stellten, wurden viele der errichteten Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen. Man konzentrierte sich im Laufe der Zeit darauf, nur noch den nördlichen Teil der Burg weiter zu verstärken, da eine kleinere Anlage mit wenigen Männern besser zu verteidigen war. wurde die Burg von Clan MacDonald und den verbündeten Camerons angegriffen. Dabei erbeuteten sie 2000 Rinder und hunderte anderer Tiere. Die Burg wurde vollständig geplündert. Sogar die Tore wurden mitgenommen. Die vormaligen Besitzer, die Grants, bekamen die Burg später wieder zurück und erhielten als Entschädigung auch Ländereien der Camerons. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bauten die Grants die Burg wieder auf. Mittlerweile hatten sie in den Highlands ziemlich an Einfluss gewonnen. Bis 1623 wurde Urhart weiter ausgebaut, obwohl die Burg nicht mehr bevorzugter Wohnsitz der Familie war. Im Jahr 1644 überfielen die Covenanters die Burganlage und plünderten sie. Eine Bestandesaufnahme von 1647 besagt, dass die Burg fast vollständig leer war.
Während des Jakobitenaufstandes besetzte Ludovic Grant of Fergie Urquhart Castle mit 200 Soldaten. Die Jakobiten belagerten die Burg. Doch die Verteidiger hielten bis zur Niederlage der jakobitischen Hauptstreitmacht bei Cromdale im Mai 1690 stand. Als die Soldaten schließlich abzogen, sprengten sie das Torhaus in die Luft, um eine Nutzung der Burg durch die Jakobiten zu verhindern. Fortan wurde Urquhart dem Verfall überlassen und diente als Steinbruch für den Bau von Häusern in der Umgebung. Heute wird die Anlage von Historic Scotland verwaltet und ist eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen.